Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen hier bei der Wuselstunde mit mir, mit der Maja. Und auch heute habe ich dieses wunderschöne goldene Buch der Prinzessinnen von Disney aus dem Carlsen Verlag hier für euch. Und die Geschichte, die ich mir heute ausgewählt habe, heißt Die Schöne und das Biest. Wisst ihr, wer das ist? Das ist die schöne Belle. Und wir schauen mal, was ihr widerfährt in dieser Geschichte. Es war einmal ein junges Mädchen namens Belle. Das Mädchen war außergewöhnlich hübsch, doch es interessierte sich wenig für das eigene Aussehen. Stattdessen steckte es den lieben langen Tag mit der Nase in seinen Büchern. Sehr zu Gastons Missfallen, der eingebildete Jäger hatte es sich in den Kopf gesetzt, Belle zu heiraten. Sie aber bemerkte ihn gar nicht. Und hier seht ihr den etwas aufgeblasenen Gaston. Und hier seht ihr die wunderschöne Belle, die gerade liest, lesend durch die Stadt läuft. Belle lebte ganz alleine mit ihrem Vater. Maurice war Erfinder und Belle liebte ihn sehr. Sie war stets etwas beunruhigt, wenn er sich auf den Weg in die Stadt machte, um dort seine Maschinen anzubieten. Lustig sieht er aus, ne? Wie ein echter Professor oder wie ein echter Erfinder, der Papa von der Belle, der Maurice. Eines Tages im Herbst ritt Belles Vater wieder zur Messe in der Stadt. Im Wald lauerte ihm jedoch ein Rudel Wölfe auf und schlug sein Pferd in die Flucht. Maurice lief um sein Leben und brachte sich in letzter Sekunde hinter einem hohen Eisentor in Sicherheit. Ein dunkles Schloss ragte vor ihm auf. Dort wollte er für die Nacht um Unterschlupf bitten. Schaut mal, wie gruselig das aussieht. Die Wölfe bedrohen ihn und er versteckt sich hinter dem Tor. Maurice klopfte an und das Schlosstor öffnete sich. »Kommen Sie herein«, begrüßte ihn eine Stimme. Bells Vater traute seinen Augen kaum. Vor ihm stand ein sprechender Kerzenleuchter. »Du lebst? Unmöglich«, rief Maurice aus. Schaut euch mal den sprechenden Kerzenleuchter an. Der hat sogar einen Mund und Augen und eine Nase. Was es nicht alles gibt in Geschichten, oder? Auch eine Uhr und eine Teekanne und andere Dinge konnten sprechen und sich bewegen. Maurice unterhielt sich begeistert mit den freundlichen Haushaltsgegenständen, bis ihn ein wütendes Brüllen zusammenfahren ließ. »Wer bist du? Fremde sind hier nicht willkommen.« Schaut mal, erst wirkt alles so freundlich. Und da ist die Uhr, da ist der Kerzenleuchter. Und es gibt ja noch ganz, ganz viele weitere tolle Haushaltsgegenstände, die reden können in diesem Schloss. Aber erstmal kommt die dunkle Stimme. Und aus den Schatten trat ein riesiges Biest hervor. Es bewegte sich auf den Hinterbeinen und hatte seltsam menschliche Augen. Doch mit seinem dichten Fell, den spitzen Hörnern und den gewaltigen Pranken und Reißzähnen sah es aus wie ein Ungeheuer. Bells Vater zitterte vor Furcht. »Bitte entschuldige, ich wollte dich nicht stören«, stotterte er. Doch das Biest packte ihn und sperrte ihn in eine düstere Zelle im Turm. Oh, so sieht es aus, das Biest. Und Maurice hat richtig Angst. Zu Recht, denn das Biest scheint gar nicht so freundlich zu sein. Am nächsten Tag fand Belle ihr Pferd vor der Haustür. Philippe war ohne Maurice zurückgekehrt. Was ist passiert? Wo ist Papa? Fragte Belle voll Sorge. Als Philipp aufgeregt wieherte, sprang Belle in den Sattel. »Zeig mir den Weg zu Papa«, bat sie das Pferd, und die beiden ritten los. Das ist Philipp und da seht ihr, kein Maurice weit und breit. Sie ritten durch den Wald, bis das Schloss vor ihnen auftauchte. Belle ging durch das Tor und schlüpfte in das düstere Gebäude. Niemand war zu sehen. Das Mädchen suchte überall nach seinem Vater und fand ihn schließlich eingesperrt in einem Turm. »Papa«, rief Belle erschrocken, »wir müssen dich da rausbekommen.« Oh je, und das Schloss, seht ihr hier nochmal, düster liegt es vor den beiden.
ganz schön mutig, finde ich, dass Belle da reingeht, aber sie möchte unbedingt ihren Papa retten. Doch zu spät. Das Biest hatte sie entdeckt. Hm, was machst du hier? Rief es wütend. Bei seinem Anblick fürchtete Belle sich sehr. Aber statt davonzulaufen, sagte sie tapfer: Bitte, lass meinen Vater gehen. Nimm mich an seiner Stelle. Das würdest du tun, knurrte das Biest. Einverstanden. Doch du bleibst für immer. Belle liebte ihren Vater so sehr, dass sie es versprach. Da konnte Maurice schimpfen, flehen und strampeln, so viel er wollte. Das Biest packte ihn und warf ihn aus dem Schloss. Belle aber wurde Angst und Bange, als sie alleine zurückblieb. Denn so richtig wohl ist ihr natürlich nicht, mit diesem bösen Biest zusammen zu sein. Und da seht ihr den Maurice, den Vater, hinter den Gitterstäben in seiner Zelle und die mutige Belle, die dem Biest diesen Vorschlag macht, für ihren Papa als Gefangene bei ihm zu bleiben. Zurück in seinem Dorf bat Belles Vater sofort um Hilfe. Doch niemand glaubte ihm die Geschichte von dem geheimnisvollen Schloss, den sprechenden Haushaltsgegenständen und dem schrecklichen Biest. Hä, jetzt bist du endgültig verrückt geworden, sagten die Leute und lachten ihn aus. Wir sollten dich einsperren lassen. Wie gemein. Schaut mal, da wird er auch noch nicht mal für voll genommen. Und da seht ihr natürlich, wer dahinter steckt. Der fiese Jäger Gaston. Im Schloss hatte Belle inzwischen Bekanntschaft mit dem seltsamen Schlosspersonal gemacht. Teller, Tassen, Besteck und ein lustiger Kerzenleuchter gaben sich alle Mühe, sie aufzuheitern. Neugierig geworden, wollte Belle auch den Rest des Anwesens erforschen. Und da sitzt sie an der großen Tafel. Da seht ihr natürlich auch hier vorne wieder den Kerzenleuchter. Und hier die Teekanne und die kleinen, die Tasse, das Milchgefäß, die auch sprechen können. Im äußersten Winkel des Schlosses stieß Belle auf eine wunderschöne Rose unter einer schützenden Glocke aus Glas. Sie wollte das Glas gerade hochheben, um einmal an der Rose zu riechen, doch das Biest hatte sie heimlich beobachtet und fuhr wutentbrannt dazwischen. »Nein, das darfst du nicht!« brüllte es. Das war zu viel für Belle. »Ich halte es keine Sekunde länger hier aus!« rief sie verzweifelt. Das Mädchen rannte aus dem Schloss und durch das Tor hinaus. Zu Belles großer Freude wartete ihr treues Pferd dort auf sie. Und hier seht ihr die Situation nochmal mit der Rose und dem bösen Biest, das sie einfach anschreit, nur weil sie die Glocke von der Rose nehmen wollte. Belle galoppierte heimwärts und freute sich schon auf das Wiedersehen mit ihrem Vater. Doch plötzlich umzingelte sie ein Rudel Wölfe. Der erste Schnee war gefallen. Und die Tiere heulten hungrig. Schon wollten sie Belle und Philipp angreifen, als das Biest herbeigesprungen kam und sich vor sie stellte. Da seht ihr Belle auf dem Philipp und die Wölfe, die rundherum lauern und sie angreifen wollen. Die ausgehungerten Wölfe stürzten sich auf das Biest, das tapfer gegen sie kämpfte. Ein Wolf nach dem anderen wehrte es ab, bis die Tiere schließlich die Flucht ergriffen. Sobald aber alle fort waren, brach das Biest blutend im Schnee zusammen. Das war Belles Chance zu entkommen. Doch sie brachte es nicht über sich, das verletzte Biest im Stich zu lassen. Stütz dich auf Philipp, damit wir dich ins Schloss zurückbringen können, sagte sie zu ihm. Wow, da sieht man den wahnsinnig starken Kampf von dem Biest mit den vielen Wölfen. Der schleudert sie wirklich alle von sich und kann sich so gut verteidigen. Aber wurde natürlich verletzt. Später versorgte Belle seine Wunden. Du hast mir das Leben gerettet, sagte das Biest. Du hast mir das Leben gerettet, sagte Belle. Dafür danke ich dir. Freundlichkeit hatte das Biest sehr, sehr lange nicht erlebt. Plötzlich verschwand sein grimmiger Gesichtsausdruck und es schaute Belle erstaunt an. Ich hätte dich nicht so erschrecken dürfen. Bitte nimm meine Entschuldigung an, sagte es.
mit höflicher Stimme. Und schaut mal, es schaut doch ein bisschen anders als vorher immer. Gar nicht mehr so bedrohlich, sondern ein bisschen entschuldigend, oder? Ich meine, schließlich war Belle sehr, sehr mutig. Von da an gab sich das Biest alle Mühe, Belle das Leben angenehmer zu machen und weniger bedrohlich zu wirken. Mit seinen Fangzähnen und seiner riesigen Gestalt war das natürlich nicht einfach. Aber das Biest zog sich ordentliche Kleider an, erinnerte sich an seine Manieren und zeigte Belle seine prächtige Bibliothek. Und Belle fühlte sich wohl in seiner Gesellschaft. Hier seht ihr das Biest in seinen feinen Sachen an der großen Tafel sitzen und hier Belle beim Essen. Eines Abends tanzten die beiden sogar zusammen. In den Armen des Biests sah Belle noch zierlicher aus als sonst. Unterschiedlicher konnte ein Paar kaum sein und doch schwebten sie durch den Saal wie auf Wolken. Ich bin sehr glücklich. Bist du es auch? Fragte das Biest. Belle nickte. Ja, das bin ich. Doch ich wünschte, ich könnte meinen Vater wiedersehen. Er fehlt mir so. Schaut mal, wie romantisch das fast aussieht zwischen Belle und dem Biest. Beim Tanzen. Es gibt einen Weg, sagte das Biest. Kurz darauf gab es Belle einen Zauberspiegel. Er würde Belle zeigen, was immer sie sich zu sehen wünschte. Belle schaute in den Spiegel und das Bild ihres Vaters tauchte darin auf. Doch sie erschrak, als sie erkannte, dass Maurice alleine und krank im Wald umherirrte. Das Biest sah, wie unglücklich Belle war und traf eine Entscheidung. Geh zu deinem Vater, sagte es. Er braucht dich. Nimm den Spiegel mit. Wenn du möchtest, kannst du mich darin sehen. Dann schaute es traurig auf seine Zauberrose, die mittlerweile fast verblüht war. Und hier seht ihr den Zauberspiegel, mit dem Belle alles sehen kann, was sie sich wünscht. Und natürlich auch den Vater sieht in seiner bedrohlichen Situation. Belle machte sich sogleich auf den Weg. Mit Hilfe des Spiegels fand sie ihren Vater und kehrte mit ihm nach Hause zurück. Doch kurz darauf stürmten die Dorfbewohner das Haus. Sie wollten Maurice einsperren, weil er angeblich den Verstand verloren hätte. Ich kann euch helfen, doch dafür musst du mich heiraten, sagte Gaston. Ich werde dich niemals heiraten, rief Belle. Mein Vater ist nicht verrückt, ich kann's beweisen. Damit holte sie den Zauberspiegel heraus und zeigte ihnen darin ein Biest. Gaston schrie auf. Wir müssen dieses Monster töten. Er nahm Belle den Spiegel weg, sperrte sie mit ihrem Vater ein und marschierte mit den Dorfbewohnern zum Schloss. Dieser fiese Gaston. Guckt ihn euch mal an. Hier wird der Vater weggeführt und hier beschließt er, Belle einzusperren. Dort wartete allerdings eine Überraschung auf die angriffslustigen Dorfbewohner. Stühle, Lampen, Teller und alle anderen Gegenstände kamen ihrem Herrn zu Hilfe und verteidigten das Schloss. Gaston aber schlich sich davon und spürte hoch oben im Turm das Biest auf. Der Jäger beschoss es mit Pfeil und Bogen und zwang es auf das Dach hinaus. Ein Gewitter zog auf und der Regen prasselte auf das Biest herab. Das glaubte sich von Belle verlassen und verraten und war bereit zu sterben. Doch plötzlich tönte ein Schrei zu ihnen herauf. Nein, du musst dich verteidigen! Schaut hier oben, das Biest ist schon fast dabei aufzugeben. Da seht ihr den Gaston und hier unten seht ihr Belle auf Philippe. Es war Belle. Sie hatte sich aus ihrem Gefängnis befreit, um dem Biest zu Hilfe zu eilen. Als das Biest Belle hörte, erwachten seine Lebensgeister wieder und es packte Gaston am Genick. Wütend hob es die Pranke, doch als Belle zu ihnen auf das Dach kletterte, ließ das Biest von Gaston ab. Es wollte den Jäger verschonen. Schaut mal, hier seht ihr noch den Kampf, den Jäger und das Biest beim Kämpfen. In dem Moment aber zückte Gaston seinen Dolch und stieß ihn dem Biest in den Rücken. Das Biest schrie auf vor Schmerz und wirbelte herum. Gaston wurde vom Dach gefegt und fiel in die Tiefe. Gleich darauf brach das Biest auf dem Boden zusammen. Belle kniete neben ihm nieder und weinte bitterlich. Nein, bitte stirb nicht. Ich liebe dich.
dich doch. Schaut mal hier. Oh, die Arme. Und hier kniet sie neben ihm. Und das Biest sieht ganz, ganz, ganz fast schon tot aus. Und Bella macht sich ganz, ganz große Gedanken. Kaum hatte sie das gesagt, da schwebte das Biest in die Luft empor. Ein Licht hüllte es ein, während es sich in einen schönen jungen Mann verwandelte. Er umarmte Belle. Ich liebe dich auch, meine Belle. Du hast mich erlöst, denn einst hatte eine Fee mich verflucht, weil ich gemein und selbstsüchtig war. Zur Strafe hat sie mich in ein grässliches Ungeheuer verwandelt und mir die Zauberrose gegeben. Ich musste zu lieben lernen und wieder geliebt werden, bevor die Rose verblühte. Sonst wäre ich ewig ein Biest geblieben. Ich danke dir, Belle. Oh, die beiden haben sich gesucht und gefunden und sind jetzt auch wieder vereint. Sind wir gespannt, wie es weitergeht. Um sie herum jubelten die Leute aus dem Schloss. Denn Kerzenleuchter, Teekanne, Tasse und die anderen sprechenden Gegenstände hatten auch ihre menschliche Gestalt zurückerhalten. Sie waren ebenfalls durch den Fluch mitverwandelt worden. Und seht mal, was aus der kleinen Tasse geworden ist. Und aus der Teekanne. Und aus dem Kerzenleuchter und allen anderen. Maurice und alle anderen sahen zu, wie der Prinz Belle in den Ballsaal führte. Dann tanzten die beiden zusammen, wie schon einmal zuvor. Diesmal waren der Prinz und das Mädchen ein perfektes Paar. Sie aber würden sich immer daran erinnern, dass der äußere Schein trügen und wahre Liebe jeden Fluch brechen kann. Das war die Geschichte von der Schönen und das Biest. Und wir sehen uns bald wieder hier bei der Wuselstunde. Bis bald, eure Maja. Freue mich drauf.